Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Rebirth. Boah, der letzte Run, ne? Er kotzt mich immer noch so an. Vielleicht haben wir ja diesmal mehr Glück. Lasst mal gucken. Triple Shot. Das fängt doch schon mal besser an. Jetzt bräuchten wir noch extreme Tiers Upgrade und dann bräuchten wir auch noch Shielded Tiers wie das letzte Mal und dann ist alles gut. Geh einfach sterben. So, die Kacke müssen wir mitnehmen. Könnte ja ein bisschen Geld drin sein oder so. So, hier ist übrigens der Seed. Geh sterben. Rohbaby 2.0. Naja. So, das nützt mir leider gar nichts, da ich kein Spacebar-Item habe. So, komm schon. Dann einmal hier lang. Aha. Ist irgendwo ein blauer Stein, dass ich das lohnen würde? Nö, ne? Hier gehen wir mal lieber. Komm, stirb einfach. Karte. Justice nehmen wir gleich. Und Lockdown. Da war ja schon wieder klar, dass ich hier eine böse, böse Pille bekomme. So, dann gleich mal ab zum Boss. The Haunt. Okay, als ersten Boss nicht wirklich schön. Okay, ist schon mal richtig mies hier. Oh Mann. Boah, ich lass mich heute aber auch hitten, ne? So, gib mir mal bitte ein Tiers-Upgrade. Hallo Handy. HP up, Tiers up und Shoot Speed up. Okay. So, und dann noch Pin. Ja. Oh Mann, Blaze, reiß die doch ein bisschen zusammen. Oh, das Robo-Baby kann auch nichts. Ich glaube irgendwie, ich habe schon wieder auf Hard stehen oder so. Keine Ahnung. Ich musste echt mal gucken beim nächsten Mal. So. Speed up, size down. Weiter geht's. Da würde ich gern reingehen, aber meine Herzen lassen das im Moment noch nicht zu. Oh, da ist auch noch ein Champion. Komm her, du. Mit dem Champion hier sollte ich mich nicht in die Ecke drängen lassen. Ist meine Range gerade wirklich so scheiße? Wartet mal. Zack,
Zack, rein da. Ja, so viel zu dem Thema. Irgendwie merke ich von dem Shoot-Speed ab nix, ne? Aua. Oh Gott. Ich friss zu viel. Och, na klar, na klar. Aber ansonsten geht's euch gut, ja? Wow, hau doch ab von mir. Mann, was ein Raum. Da fehlt aber noch was. Wahrscheinlich noch so ein ekliger Raum. Splitshot. Okay. Ja, war hier ein blauer Stein? Nee. Dann nochmal hier runter, hier runter, hier runter und hier rüber. Wow. So, jetzt sind wir aber definitiv hier fertig. Nicht im Abgrund hängen bleiben. Das geht ja mal gar nicht. Megamo! Also von dem Feuer, ne? Irgendwie lasse ich mich da jedes Mal treffen. Damage und Range Upgrade. Ja, ja. Moment. Dich habe ich gesehen. Naja. Der Small Rock hätte mir jetzt echt gut getan. Aber ja, das Spiel möchte ihn mir nicht geben. Health down! Yay! Zumindest haben wir die schon mal gefunden, ne?
Könnte diese eklige Suppe bitte vor der Tür weggehen? Dankeschön. Oh, Telepathie für Dumme. Nicht schön. Gar nicht schön. Ich würde ja prinzipiell gerne mitnehmen, aber... Ich weiß ja nicht so ganz. Eine Pille. Pretty Fly. Da würde ich doch fast lieber den Raum mitnehmen. Na klar, jetzt kriege ich den, aber das passt. Dann kann ich trotzdem die Kiste mitnehmen. Und falls ich noch zwei Münzen finde, kann ich auch in den Shop gehen. So, Shop war da unten. Nehmen wir einfach mal mit. Karte wäre auch noch interessant, aber... Aua, Mistvieh. Ja. The Sun. Dann werde ich doch die für den Boss nutzen und The Sun werde ich mir mitnehmen. Hätten wir vielleicht noch einen Blutspendeautomat oder so? Wupp, wupp. Aua. Ne, aber dass sie hier quasi in die Mitte reinspringen, ne, das kannst du voll vergessen. Papati. Das kannst du voll vergessen. Okay. Speed down, lock up, okay? Sollte ich mir vielleicht vorher ein paar Herzen holen? Hat sich erledigt, ne? Die Frage. So, nehmen wir die mit. Dann ab zum Boss, The Devil nutzen. Na komm, geh da jetzt hoch. Und dann The Sun mitnehmen. Hallo Gördi. Zumindest hänge ich schon mal nicht so lange wie das letzte Mal mit ihm. Ein HP-Upgrade, okay. So, nehmen wir uns die noch mit. Na, dann gucken wir mal. Oh, da ist ein springendes Etwas dabei. Und ich bekomme nix. Okay.
Dankeschön, dass du gestorben bist. Sehr zuvorkommend. Könnt ihr vielleicht noch von den Steinen weggehen? Ja, sehr schön. Das ging ja fix. Oh nö. Nicht er hier. Oh, so viele kleine. Das Robo-Baby kann auch nichts. Also ich muss ehrlich sagen, ne, Robo-Baby 2.0 ist eines der schlechtesten Items. Oder unnützesten Items, ne? So müsste ich es ja eigentlich sagen. Braucht kein Mensch nicht. Knochenwerfer. Na, komm doch her jetzt. PhD, Better Pills. Moment, die sollte ich dann vielleicht nehmen. Hab ich Upgrade. Sehr schön. Der Doktor ist wieder unterwegs. Oh Gott. Ja, ist klar. Da ist wieder so ein Raum, wo ich mir denke, WTF muss das denn sein, ne? Zwei Schlüssel für vier Bomben. Nee. Der Schaden, der da im Moment reinkommt, das ist so schön. Wow, 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 wow. Ich hätte einfach nur noch den Itemraum machen sollen und gut ist. Mehr hätte gar nicht sein müssen. Und dann auch noch The Blood. In Champion-Form, der hier Schaden macht, anscheinend ohne Ende. Yep. Aber ich habe zum Glück immer noch Sesam, ne? So ein heftiger Scheiß. Ekelhafter Boss. Meine schönste Sun-Karte. Machen wir weiter. So langsam bräuchte ich mal ein Item, was mich ein bisschen nach vorne treibt, ne? Wie zum Beispiel ein Damage-Up, Tears-Up. Ein Tears-Up wäre schon mal richtig nice.
Am besten jetzt noch Cancer kriegen. Das wird mir auf alle Fälle helfen. Na komm her. Lemon Party. Uah. Auch schon wieder. Penny. Nö. Schon wieder fast die Hälfte der Herzen weg. Gut. Nö. Nö, 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 nö. Lohnt nicht. Sticky Baby, Juicy Sack. Bringt uns auch nicht wirklich weiter. Weil nicht ab und zu kriegt man hier wirklich so einen Mist, ne? So einen Mist, aber... Tja. Was will man da machen? So, dann kriege ich meine zwei Bomben wenigstens wieder, die ich gerade verbraten habe. Och ja, alles klar. Naja, kotz mich nur an. Rennen wir jetzt mit einem Herz rum? Ich sag's euch gleich, ne? Das ist gleich wieder vorbei. Ich mag den Charakter nicht. Ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht. Hi Mom! Schaffe ich nicht mit einem Herz. Puh! Ah, Mann, was ein Kackran! Ah, er könnte mich schon wieder so von ärgern, ne? So, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Rebirth.